Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Splatfest. Dem wahrscheinlich unnötigsten Splatfest aller Zeiten. Ja, warum sage ich das? Ganz einfach wegen dem Thema. Das Thema ist, welcher Wochenendtag ist der beste? Freitag, Samstag oder Sonntag? Ich kann es nur erwähnen, nochmal, was ich gerade gesagt habe, unnötigstes Splatfest aller Zeiten. Ey, mir hätte es nicht egaler sein können, welches Team ich nehme. Ich habe wirklich Zuschauer, der sonst hier immer mir das halbe Ohr voll brüllt, einfach mal das Team entscheiden lassen, weil mir die Teams dieses Mal so wumpe waren. Ich denke mir gerade, und das habe ich auch da direkt gedacht, als ich gesehen habe, was das Thema ist, ob die für dieses Splatfest verantwortlich sind in deren Firma, eventuell dabei einfach betrunken waren oder alles geraucht haben, was sie in ihrem Büro gefunden haben. Weil auch das Zwischenergebnis hat so mehr oder weniger gezeigt, ey, den Leuten könnte es echt nicht egaler sein. Es war halt wirklich einfach nur 33, 33, 33 und nur die Kommazahl hat hier so den Unterschied gemacht, dass Samstag vorne ist. Ich sag auch, wie es ist, es ist mir vollkommen egal, wer dieses Splatfest gewinnt. Weil nach wie vor unnötigstes Splatfest aller Zeiten. Ja. Ich weiß, dass ich heute auf jeden Fall allein im Call bin, weil die Ehrenzuschauer, mir sonst ins Ohr brüllt. Mit den Ehrenzuschauern unterhalte ich mich mit normalen nicht so. Der hat mir schon geschrieben, dass der krank ist und deswegen nicht mitlabert. Vielleicht handelt er aber trotzdem so mit. Naja. Für dieses Splatfest habe ich einen Trailer gesehen, dass, also zumindest, was auch die nächste Saison angekündigt hat. Der Stream wird übrigens auf YouTube und Twitch gleichzeitig laufen. Dass sie auch eine neue Waffe für dieses Splatfest hinzugefügt haben, die man werfen kann. Die erste Runde kriegt ihr natürlich auf jeden Fall, ihr von YouTube. Aber ich erwähne es nur, ne? Ich bin heute solo. Im Übrigen, ich habe auch die Kommentare beim letzten Video von YouTube gesehen. Und ich bin froh, dass sie mir auch zugestimmt hat, dass der ganze Schmarrn da verständlich war, dass ich da dann keinen Bock mehr hatte auf Collapse. Danke, dass ihr da Verständnis gezeigt habt. Mal 10 Kampf direkt zu Anfang. Im Übrigen, wie gesagt, ich habe meinen Mitstreiter entscheiden lassen. Der hat gesagt, komm, lass Team Freitag nehmen. Die Map, die kommt mir neu vor. Ach, wie immer. Wozu habe ich meine Mates, wenn sie eh nichts tun, außer nach vorne zu preschen? Mal wieder färbe ich die Base ganz allein. Geht doch! War es so schwer? Es heißt Revierkampf und nicht Herrschaft oder irgendwas in der Art. Ich habe wieder so ein Schwachmaten-Team. Ich sag nicht, dass ich der beste Spieler aller Zeiten bin in dem Spiel, ne? Das habe ich schon mehrmals betont, aber Leute, es geht darum, das Zeug hier einzufärben.
Ich habe das Gefühl, ich darf gleich auf einen Roller gehen, weil ich nur Idioten im Team haben werde. Bei dem Splatfest war ich übrigens anfangs skeptisch, ob ich da überhaupt dran teilnehmen will, weil das Thema ja schon eher unnötig ist. Ja, erste Runde läuft schon mal sehr gut. Verwundert mich aber auch nicht, wenn die alle vorpreschen, als gäbe es kein Morgen. Und damit meine ich unser Team. Da hat einer am Ende noch Schwarmraketen abgefeuert. Ach, sowas kommt dabei raus, wenn man nicht beim Färben hilft. Und einfach nur blindlings nach vorne prescht und dann es noch nicht mal hinbekommt. Wo ist mein guter Bait? Ich habe wenigstens einen anständigen Mate. Zwei. Oh, endlich mal ein Team, das am Färben ist. Ich kann mich mal nicht beschweren. Das ist Neuland für mich. Besser, sie machen es grob, als sie machen es gar nicht. Seht ihr, so kriegt man noch viel mehr hin. Ich hatte nicht vor, das dagegen zu werfen. Ich wollte es da hinten hinwerfen. Ach, der hat dasselbe Spartaner wie ich. Bin ich gerade genau in eine Kugel reingesprungen? Gut, dass du dich nicht bewegt hast. Da oben ist ein Sniper, gegen den kann ich wenig machen. Das Ding ist nicht so OP, wie ihr glaubt, Leute. Man braucht nur hinter euch kommen, dann ist das Ding useless.
und die Runde lief doch richtig gut. Ach Doc, geht's dir wieder besser? Dann komme ich in den Talk rein. Danke fürs Abo übrigens. Hatte damit gerechnet, dass du heute nicht dabei bist. Ein Moment. Muss ich ein paar Sachen umstellen. So, jetzt sitze ich im Talk. Hallo. Wo du geschrieben hattest, mir geht's nicht gut, dachte ich, du kommst nicht. Habe ich auch fest von gerechnet, dass ich nicht komme, aber mir ging es schon wieder ein bisschen besser. Also ich konnte mich nicht mal vorher bewegen. So am Arsch war ich. Du stimmst mir zu, dass das so ziemlich das unnötigste Splatfest aller Zeiten ist, oder? Ja, natürlich ist es unnötig. Man hätte sich zumindest ein anderes Thema ausdenken können. Also mein erster Gedanke war, waren die betrunken, als sie auf das Thema kamen? Meine zweite Frage war, haben sie eventuell alles geraucht, was sie in ihrem Büro gefunden haben, die für das Splatfest verantwortlich sind? Eins von beiden muss es gewesen sein. Ich höre übrigens mal eben kurz rein, wegen deiner Lautstärke, ne? Ja, jetzt bin ich Ryder, ey. So, wir sind jetzt in der neuen Runde, du carries alles, ne? Vor allem bei der Kackmap. Ich bin halb krank, wie soll ich hier bitte was carryen? Deine Hände sind davon nicht betroffen. Doch, gerade meine Knochen und all der Kram. Ach, da oben kann man auch drauf spawnen? Guck mal, ich bin hier oben. Kannst du da färben? Nein, aber man kann hier draufstehen. Ich finde die Map gar nicht so verkehrt. Ich mag die nicht, weil du da direkt von Anfang an in die gegnerische Base einfach reinrennen kannst und dann kommen die halt durchgehend nerven. Vor allem, wenn du die Sprinter hast. Alter, was? Hier unten ist gar nicht gefärbt, ich verstehe schon. Den haben wir. Da ist übrigens einer. Genau hier in dem Eck versteckt sich einer. Ach, der ist wohl geflüchtet. Als er gesehen hat, dass da noch ein zweiter bei mir war. Steht da immer noch. Wie kam der überhaupt so nah an mich dran, wenn ich bei mir vor mir gefärbt habe, ey? Das ist auch wieder so ein Moment, wo ich sauer werden kann, ey. Ich habe ihn zumindest den Krabbenpanzer verhunzt, den Klecks-Doppler-Typen. Nicht noch so ein... Was ist? Im Übrigen, die haben auch eine neue Map geplant, ne? So einen Flughafen. Und der Ruf der Ordnung, der soll jetzt nächste Woche endlich dazukommen. Das DLC. Merkt ihr immer viel zu spät. Doc, lass mich deine Position verraten. Ich konnte gerade nicht reden, jetzt kann ich wieder. Oh, ich habe gerade den Wandschwuppertypen erledigt. Ihr macht das. Glaub an dich, Dark. Glaub an dich.
Weiß ich, ob das gereicht hat. Hat gereicht. Glaub mir. Ach so, okay. Wir haben locker die Hälfte der Web. Das hat locker gereicht. Ah, kriege ich doch ein bisschen mehr mit mir. Ja, ich muss meine Kräfte schonen, Alex. Also ich höre dir schon zu, keine Frage. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es kommt auch irgendwie teilweise nichts an. Ist mit meinem Mikrofon alles in Ordnung? Also ich habe jetzt so einen Windschutz dran. Nee, ich höre dich schon gut, so ist es nicht. Das liegt dann an meinem Mikro. Ich mache hier oben die rechte Seite. Vorne ist einer mit dem Haihammer hingerast. Ich habe keine Tinte. Aber meine Robobombe macht das schon. Also unter den Gegnern sind offenbar Sprinter. Mal den Weg hier unten. Danke. Du hast mir geholfen, das Doc. Ich habe kein Aim. Nicht schön. Hast ein bisschen von Aim-Saft für mich. Du scheinst viel davon zu haben. Scheiße. Der hätte nur ein Leben oder so. Meinst du Fini? Nee. Sag mal, haben die alle Doppler? Wir haben alle Doppler. Zwei haben Doppler. Drei haben Doppler. Ja, zwei. Der eine hat diese Sprinklerwaffe. Ich habe mich auf den Spartaner-Typen konzentriert und da kam der Sprengler-Typ von hinten. Momentan haben wir die Hälfte der Map. Momentan. Achtung, Stempel. Mann. Alles ist gut. Jetzt ist der tatsächlich so runtergekommen. Doc, ich komme! Der Tintenschock ist gut. Er ist genauso stark, wie ich ihn in Erinnerung hatte im früheren Spielen. Wie macht das? Dieses Ausweichen, das nervt richtig. Ja, ich hasse die Doppler auch. Ey, guck mal, genau 50%. Wir haben genau die Hälfte. Bin froh. Oh, der Marzenkampf. Eine Festbusche, yeah! Die ist auch nicht häufig, ne? Nee. Oh, ich bleib bei der Waffe. Oh, was hat meine Mutter mir denn hier jetzt hingelegt? Boah, die Zitronenscheiße. Boah, geh weg damit weg, ey. Die haben mir da so einen Zitronensaft hingelegt, ey. Lecker.
Nee, ist irgendwie, keine Ahnung, sieht aus wie. Als Zitrone ist es auf jeden Fall. Mit Wasser gemischt, boah. Ich mag das. Ich esse die ein oder andere Zitrone sogar pur, ne? Ja, ist gar nichts für mich. Viele rümpfen sich dann ja so ein bisschen die Nase, wenn sie jemanden sehen, der in eine Zitrone einfach reinbeißt. Ich mach das gern. Also natürlich schneide ich die vorher auf, ne? Die Schale beiß ich nicht. Die schmeckt also nicht. Probieren wir ohne mit Schale. Das schmeckt doch auch bestimmt. Wenn du so direkt in die Zitrone reinbeißen kannst, kannst du auch mit Schale mal probieren. Oder hast du schon mal probiert mit Schale? Ich habe bei Melone tatsächlich mal in die Schale reingebissen, aber war nicht mit Absicht. Zart, ne? Ja, aber irgendwie nicht so schmackhaft. Oder hat es nach Wasser geschmeckt, die Schale? Nee. Mit unser Team bei denen da hinten? Ja. Sind die einfach direkt wieder mal durchgesprintet? Mit welcher Waffe spielst du hier eigentlich? Du bist der mit der Gatling, oder? Du meinst mit dem mit der dieser Maschinen bist du was Waffe? So, ich habe dem Sniper mal was zu tun gegeben. Ich hab den Namen jetzt leider vergessen. Splatling, Splatling. Da stand schon wieder so ein scheiß Doppler-Typ neben mir. Ist da jemand oben drauf oder? Ja, da oben ist einer. Der Sniper campt dort auch die ganze Zeit. Deswegen werfe ich ihm ja durchgehend die Bomben hin. Ah, der hat eine andere Campstelle gefunden. Da hinten kann er ruhig bleiben, da trifft er eh nicht. Ich hatte eigentlich den Typ mit auch mit dem Klecksdoppler gemeint. Ja, der hat gerade eben hier oben gestanden. Oh, den habe ich richtig gut getroffen. Oh, schon wieder. Ja, ich habe ihn dreimal getroffen mit der Klecksbombe. Richtig krass, einfach solche Blind-Schüsse. Du denkst auch, ich wüsste nicht, dass du da noch gammelst. Achtung, Doppler. Danke. Der hat auf dem Helm nur den Tintenverbrauch gesenkt. Okay, der Sniper ist ausgeschaltet. Jetzt dürften wir. Ja, wir haben sowieso gewonnen. Ich brauche Aimsaft. Ich treff nicht. Ja, gut, du hattest auch eine Waffe, die nicht so viel Reichweite hat gerade. Aber bei der vorherigen Runde, ne? Ich habe noch nie gesehen, dass man genau die 50 hatte. Das war das allererste Mal. Okay. Ach, da war wieder einer sehr kreativ, Tom Nock. Einfach von Animal Crossing einen Namen geklaut. Ich mach hier links schon Dark, keine Sorge. Ich hab's nicht gesehen, wer das war. Wir haben noch einen, der Tom Nock, der färbt auch ganz gut. Ey, warum bist du jetzt auf meiner Seite und färbst da? Weil Tom Nock da hinten hingerannt ist. Im Übrigen, diese Fläche hier kann man auch färben. Ja, geil.
Die ausreichenden Moves von der von dem Doppler haben mir gerade den Arsch gerettet. Von der Kugel. Die haben da unten ja sehr gut den Highhammer genutzt. Wie ich das überlebt habe, das weiß nur der Gott. Es hat mich gekillt. Torpedo, der hat mich gar nicht getroffen, aber... Und weg mit dem Sniper. Verdammt, ich hatte keine Tinte mehr. Was hat der für eine Waffe gehabt? Hä, ne, er, das hat... Das gefühlt war das zwei Schüsse, die er für mich benutzt hat. Die Airbrush ist sehr stark. Das ist die Meta-Waffe. Ja, Junge, ich hab einen Sprengler. Meiner ist viel stärker, was Schaden angeht. Die Airbrush ist die Meta-Waffe. Das ist mit einer der stärksten Waffen des gesamten Spiels. Fast jeder benutzt die. Trotzdem ist es... Weil die irre stark im Färben ist und auch stark im Nahkampf. Alter, es gehen drei Leute auf mich teilweise, ne? Oh! Der eine hat aber gut abgeräumt mit der Tensuka gerade. Ja, hab's gesehen. Da kommt wieder eine Kugel geflogen. Mann, ich kam nicht einmal dazu, den Tintenschock zu nutzen. Jetzt, wenn ich die Taste drücke, tötet mich einer im selben Moment. Ich wusste nicht mal, dass da einer war und hab den letzten da ermordet. Sagtest du gerade mit Tasten? Ich fand das doof. Jedes Mal, wenn ich den Tintenschock nutzen wollte, hat mich genau im selben Moment, wo ich die Taste gedrückt habe, jemand umgebracht. Ja, bist halt verwundbar. Nee. Wir haben eine Lobby gefunden bei so einer langen Wartezeit? Ja. Wir wurden auf den ganz hintersten Bänken platziert. Ich mach wieder rechts. Oh, da kommen die Bluffies. Noch einmal? Was noch einmal? Die Bluffies. Ist doch normal. Ich wollte nach der Vorne wieder für den Tintenschock. Immer wenn ich ihn nutzen will. Aber ist es dann, dass ich mir jetzt mittlerweile selber prophezei, ich will den Tintenschock nutzen, also werde ich sterben? Jedes Mal, wenn ich ihn nutzen will, sterbe ich. Ich darf ihn offenbar nicht nutzen. Ich hab's geschafft, ich konnte den Tintenschock nutzen, aber ich hab nichts getroffen. Der Wandschufe nervt mal wieder, ne? Wie üblich. Ja, der Wandschwapper wurde erledigt. Danke.
Das war ich. Ich habe nur gesehen, dass er geplatzt ist. Ich habe keine andere Person sehen können. Habe ich gern gemacht. Danke. Mein Nemesis ist tot. Ich sehe ihn in einer Minute wieder. Wieder sehr origineller Name, einfach von Five Nights at Freddy's. Aua. Ui, ui, ui. Ich komme. Bin tot. Boah, jetzt hatte ich keine Tinte mehr. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen mehr Splatoon spielen. Glaube ich auch. Aber hey, wir gewinnen. Ein Wunder. Trinkst du gern Zitronentee? Nein. Genau das habe ich hier gerade. Wenn es dir schmeckt. Ja, meine Mutter hat es mir gemacht. Alexa von Soulita. Könnt ihr mal originell sein mit den Namen? Ich sehe immer nur Fädennamen. Und wir haben doch einen, der offenbar trollen wollte. Weil er da oben nur gestanden hat und cool gesagt hat. Anstatt sich zu bewegen. Dann hättest du es auch wieder rausschneiden müssen, ne? Wenn da einer meint zu trollen und nichts tut. Das ist genauso, als wenn einer einfach am Anfang der Runde rausfliegt. Ich habe heute aber echt viel Glück mit meinen Sekundärwaffen. Ich benutze meine kaum. Ich färbe gerade hier unten den Weg. Ich habe ihn noch erwischt. Endlich, ich habe jemand mit der Ult getroffen. Erfolgserlebnis Easter. Ich habe das Gefühl, das gegnerische Team ist nicht so gut. Ich hatte da einen Troller gerade, der hat die ganze Zeit auf den Boden gestarrt. Aber das kann mir egal sein. Kann uns egal sein, wenn die uns Punkte schenken. Tja, der hat mir mit dem Pluviator immer einen guten Rüber gegeben, muss man schon sagen. Der Pluviator gibt sich Mühe, der mit dem Pinsel überhaupt nicht. Nee. Der mit dem Pinsel ist safe am Trollen. Ja, kann ich nur sagen. Also er steht halt vor dir und haut nur den Boden. Genau. Also entweder ultra schlecht und sollte das Spiel deinstallieren oder halt wie gesagt am Trollen. Trollen ist eher das Stichwort. Ey, weil mit dem Staubsauger, du brauchst nur hinter die kommen, ne? Aber die gehen gerade echt nicht auf Färben, sondern eher auf Kills, habe ich das Gefühl. Ja, ultra dämlich. Gerade also wenn du so hart im Rückstand bist, solltest du auf Färben gehen. So oft wie ich gerade angegriffen werde, also das sind wirklich Frontalratten gewesen. So mich wundert es nicht, dass die verloren haben. Sie hatten einen, der getrollt hat.
in ihrem Team und dann, dann haben sie sich nicht mehr aufs Pferden konzentriert. Wie gesagt, kein Wunder, dass die verloren haben. Mit der einen so einen Bienenschutz vor das Gesicht. Der eine hat einfach einen Bienenschutz gehabt. Die Imker haben es aber auch schwer. Ohne das würden die zerstochen werden. Also das mit dem Daily Win holen, das wäre eigentlich keine so doofe Idee, zumindest für den Katalog. Dass ich damit das auch mal mache, dass ich einfach nur den Daily Victory hole und danach kann ich das Spiel auch schon wieder dicht machen. Ja, das würde ich dir echt empfehlen, wie gesagt. Ja, braucht dann nur 2 Stunden dafür. Win Win oder was? Ich krieg nie gute Mates. Dann musst du dich halt mehr anstrengen. Ich krieg immer solche Bobs, wie wir gerade eben als Team Gegner hatten. Nein, als ob der mich erwischt hat. Ich dachte, sein Schild hätte. Er hätte sein Schild abgeballert. Oh, der Typ hat aber auch Glück gehabt, ey. Hab den einen! Den mit dem, mit der Heldenwaffe. Den mit der Heldenwaffe habe ich liquidiert. Nutzt die gleiche Sprache wie ich jetzt, okay. Einmal kurz den Sniper erledigt. Ich habe direkt jemand anderen mitgekillt. Ich bin happy. Ich habe 2 hintereinander gekillt. Ich habe Erfolgserlebnisse da. Ich freue mich für dich. Auch wenn sich das gerade nicht so anhört an meiner Stimme, aber ich freue mich wirklich. Alter, was zur Hölle? Was habe ich heute mit meinen Sekundärschlägen, ey? Meine Sekundärwaffen sind heute echt geil. Du kämpfst überhaupt nicht damit. Hä? Nein, ganz im Gegenteil. Es klang halt gerade eher wie eine Beschwerde, der Sniper da oben, der kotzt gerade. Ja, der hat mich auch das eine Mal gekillt. Der steht dann mit einem mit einer Sprungboje und dem Verteidigungsschild, ne? Alter, ich hab mich doch bemoved, ey. Ich hab mich doch wirklich gemoved. Jetzt hat mich der Typ mit dem Serpiator wieder eliminiert. Oh nein, nein, jetzt. Oh nein. Was? Ja, hat noch geklappt. Was? Ich weiß nicht, was du hast, haben doch gewonnen. What? Gerade war es doch noch unentschieden hier von den Tinten, von den Tintenfischen. Innerhalb von 10 Sekunden kann sich bei dem Spiel doch komplett alles drehen, das weißt du doch. Ja, aber da war die Gegner waren noch so weit, ich weiß noch am Leben alle. Ja. Ich verstehe das Spiel manchmal echt nicht. Ey, freu dich doch über den Victory. Ich freue mich doch über den Victory. Schulz. Bin schon die ganze Zeit am Rübsen. Das war eine der ersten, die ich hören konnte. Der eine, der richtig laut war, den hast du komischerweise nicht gehört. Kann sein, dass ich ihn einfach ignoriert habe. Bewusst oder unbewusst? Eher letzteres. Keine Sorge, ich arbeite hier schon. Keine Sorge. Das spart dir doch nur Arbeit. Oh
Meine Tinte geht beim Tinten. Bei dem Turboblaster sehr schnell down. Boah, die Tinte, wie schnell die down geht, ey. Was glaubst du, warum ich bei mir hauptsächlich einen Haupttintenverbrauch investiere immer? Whee! Das brauchst du nicht zensieren. Das sagst du. Und das ist... nichts abwertend gemeint. Bananen. Ich hab eine Mine. Wo ist ein Tintenwald da bitte? Oh Scheiße, ich wollte nicht runterhüpfen. Habe ich einmal da nicht hingeguckt und wurde direkt gekillt. Hast du ihn gekillt? Den mit dem Flächenfärber? Nein, natürlich nicht. Doch, mit dem Flächenfärber habe ich gekillt. Ich hab nur gesehen, dass du dein Name auf einmal weg war. Ja, hier, nimm's! Ja! So, aber es wird zumindest nicht angehen. Haben gewonnen. Ah. Was hast du eigentlich immer mit diesem Land? Nee, ich liebe das Land ja. Also das südliche Land liebe ich. Das nördliche Land ist kacke. Das meine ich noch. Aber es erinnert mich auch irgendwie komischerweise immer dran. Es war ja nicht abwehrend gemeint. Brauchst ja nicht zensieren. Es hängt immer mit dem Zusammenhang. Mit der Situation zusammen. Ob ich zensieren muss oder nicht. Brauchst nicht. Ich habe keinen Zusammenhang genannt, also von daher. Na gut, ich habe jetzt mal auf Beenden gedrückt. Mhm. Für heute wollten wir jetzt so langsam Schluss machen. Ich hole mir noch mein Tritonshorn hier ab. Oh. Und dann kann man ja schon mal für heute sagen, dass es das dann war. Ich guck mal eben kurz noch, was ich hier im Katalog bekommen habe. Ah, in... Detektivhut habe ich bekommen. Ein Sherlock Holmes Mütze. Oh. Na gut, den Controller habe ich jetzt gerade beiseite gelegt. Ich hoffe, dass alle Spaß beim Zusehen hatten. Den YouTube-Zuschauern sage ich hier als erstes Schau. Euch sehe ich nach dem Zwischenergebnis wieder. Bis dahin sage ich euch aber mal Ciao und bis dann. Tschüss. Yeah.
Ja, guten Abend, Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Splatfest. Also, am zweiten Tag des Splatfestes. Bestes Wochenende. Wir sind immer noch beim unnötigsten Splatfest aller Zeiten. Ich bleib bei der Meinung. Und, ja. Ich bin schon gespannt, wie es heute ausgehen wird. Wie weit wir kommen werden. Ob wir gut die Runden haben werden, ob wir drei Verkämpfe zur Abwechslung mal gewinnen. Da bin ich schon sehr gespannt. Also momentan liegt Team Sonntag vorne. Also zumindest war das beim Zwischenergebnis so. Mir ist nach wie vor egal, wer von denen am Ende gewinnt. Es könnte einem echt nicht egaler sein. Es ist so ein Thema, als ob die vorher alles, wie gesagt, ja, also ich habe das ja gestern schon gesagt, einfach alles getrunken haben, was sie im Büro gefunden haben. Ich werde diese Meinung nicht zurücknehmen. Ja, wir wollen jetzt auch dann direkt in die Dreifarbkämpfe reinstarten. Ich werde ein, zwei Runden wahrscheinlich erstmal alleine spielen müssen, aber ist ja nicht weiter schlimm. Momentan ist das Blauflossendepot unser Zielort. Ich glaube, die könnte eigentlich ganz gut sein. In der Hinsicht. Viele der Maps waren ja bisher immer ganz schrecklich dazu. Zum Dreifarb. Also es gibt selten welche, die irgendwie gut sind. In der Hinsicht. Na, Doc? Jetzt sag nicht, du bist jetzt schon da. Jetzt, wo ich die erste Runde starte. Du hast mir gerade eben geschrieben, bin jetzt erstmal essen. Okay, ich gehöre zum Verteidigerteam. Ja, nach der Runde dann. Die erste Runde muss ich allein bestreiten, wie es scheint. Außer einer lief mal wieder. Was genau macht der? Da oben ist nichts zum Färben. Ich habe schon wieder einen Dulli im Team. Na gut, ich bin selber ein Dulli. Ich bin ins Wasser gesprungen. Ich dachte aber auch, da wäre Land. Aber warum hat er da oben hingeworfen? Da ist doch nichts zum Färben. Eigentlich sollte es spezielle Bomben heute geben. Laut Trailer. Erstmal den erledige ich erst so Remeding abnutzen wollte. Perfekt. Nein, nicht das nicht. Wenn du davon nochmal einen Clips machst, war ich den mittlerweile weg. Zweimal jetzt so ungefähr war lustig, aber mittlerweile ist der Joke all. Das ist kein Clip mehr wert. Mann, geh aus dem Weg, Fettsack. Momentan sieht's eigentlich ganz gut aus.
Abgesehen davon, dass wir jetzt die Mitte am Blau verloren haben. Was macht er da bei uns oben? Das waren die Bluffies, die da gerade runterkamen. Da sieht man mal wieder, wie schnell sich das Blatt wenden kann. Bis zur Mitte sah es gut aus, danach kam die Wende. Ich nehme jetzt den Fächerfärber, ich glaube, der ist hier wesentlich besser. Ich pfeife jetzt mal auf Zeug freischalten. Also bei so einer engen Map ist der Fächerfärber, glaube ich, ganz stark. Also zum Leveln nutze ich beim Splatfest sowieso keine Waffe. Das ist einfach nur absolut dämlich. Also bei den normalen Runden kann man es ja auf jeden Fall machen, ne? Einfach eben kurz sich diese Arti-Karten holen, ne? Naja. Aber spätestens bei den Dreifachkämpfen solltest du eher darauf gehen, dass du die Runden auch gewinnen kannst. Hast du denn den Schild noch? Ja, natürlich habe ich den Schild noch. Ja, deswegen werden wir offenbar nicht Angreifer. Immer wenn wir die Schilde mitnehmen, dürfen wir nicht angreifen. Ich hatte gerade beim Tintenwerfer auch den Schild, also. Dann färbe ich halt links. Ach, das bist okay, gar nicht du. Wir haben unterschiedliche Spawnpunkte, okay? Ja, aber trotzdem, der Typ sollte doch sehen, wo ich am Färben bin. Och man, der Typ hat wieder Lex und... Och man, das kann ja wirklich nicht wahr sein. Gut, meine Schwarmraketen haben einen von denen erwischt. Oh, diese, wenn man diese Klecksdoppler hat, ne, dann kann man auch wirklich hin und her lenken. Guck mal, also jetzt habe ich zum Beispiel Schaden kassiert, da war er schon längst tot. So. Gegen die mit der Splatling kann ich sehr, sehr wenig machen. Der hat 10-mal mehr Reichweite als ich. Ich hab zu... Och, die haben beide einen Klecksdoppler. Oh, das ist interessant. Ja, genau gegen den konnte ich sehr, sehr wenig machen. Der mit des Blattling ist für mich gerade die höchste Gefahr. Die Doppler-Typen sind für mich ein Klacks, weil die können mir nicht ausweichen. Ihr sollt vielleicht auf die... Oh, das ist jetzt ein Game Over, ich merke schon. Nee, nee, keine Sorge, ich stehe gerade bei der Mitte. Okay. Jetzt bin ich tot. Ich kann gegen die Splatling nichts machen. Ich bin tot, bevor ich überhaupt bei dem mit der Splatling ankomme. Ich habe ihn noch gekillt. Rot ist auch eliminiert worden. Okay, die Rot, also Rot habe ich gut im Schacht. Wär's, wenn du Blau auf dich auf Blau konzentrierst? Auf Blau konzentrieren, du bist witzig, ich kann gegen den mit der Splatling nichts machen. Ich bin gegen den mit der Splatling machtlos. Der erschießt mich, bevor ich überhaupt bei ihm ankomme. Das hat gerannt von der Reise. Wenn der er in Spezialstärke. Der hat nicht in Spezialstärke, das hättest du erklärt. Also bei mir war er komplett out of range. Wirklich, du bist witzig. Ich soll mich um Blau kümmern. Aber wie viel Leben hat der Typ eigentlich? Ich kann gegen Blau nichts machen. Also Rot. Den Undercover kann ich bekämpfen, aber es wäre perfekt, wenn ich halt bei Team Rot da die ganze Zeit die beschäftige. Weil gegen die Doppler habe ich sehr viel bessere Chancen als gegen den mit der Splatling. Den mit der Splatling kann ich gar nicht aufhalten. Okay, der Typ ist im Hacken Rot, oder? War Rot tot?
Boah, Jung. Nächster, ihr seid alle Geschichte. Du musst bedenken, der mit der Splatling hat 10-mal mehr Reichweite als ich. Ja, dann schleich dich irgendwie an den dran oder so. Kann ich nicht, wenn er die ganze Zeit da oben gammelt. Ja, denn ich hab mir die Spawns nicht ausgesucht. Ich kann nicht zu, konnte nicht zu dem hin. Wenn du dir das VOD ansiehst, siehst du auch, dass ich keine Chance habe, zu den hinzukommen, da oben. Dasselbe geht Thema immer. Wäre, wenn da einer mit einem Sniper wäre. Splatling und Sniper sind absolut tot für mich. Ich kann gegen die dann nichts machen. Und wieder im Verteidigerteam. Irgendwie leckt's gerade. Okay, irgendwer von denen hat die übelste Bambusleitung. Ja, lass mich hier oben bloß alles alleine machen. Aber du bist von hinten nicht geschützt. Gerade keine Tinte mehr. Jetzt gerade kommt es einem so vor, als ob das Gegnerteam schläft. Und tot. Ich habe mich nur auf den linken konzentriert. Ich habe den rechten nicht beachtet. Aber hey, guck mal, diesmal läuft. Wenn ich hier nicht alles machen würde, ne? Was macht das Team? Ich habe das Gefühl, alle schlafen. Der in der Mitte war gerade wichtiger. Gewonnen, obwohl die beide so Imi-Signale hatten, die vom grünen Team. Und wieder Verteidiger. Immer Angreifer spielen und gewinnen. Haben sogar Katzenfutter in unserem Team. Junge, du brauchst nicht da färben, wo ich färbe.
Denkst du, nur weil du zur Seite hüpfst, ich treffe dich nicht? Nope. Ich habe eigentlich mit einer Splatling erledigt. Tot. Aber habe ihn mitgenommen. Gegen den Haihammer konnte ich jetzt wenig machen. Sag mal, was hat der sich eigentlich erhofft? Der Fächerfärber ist einfach perfekt gegen diese Doppler-Typen. Nope. Und gewonnen. Ich würde sagen, wenn der Kollege zurückkommt, gehen wir aber auf die normalen Kämpfe. Wir sind Verteidiger. Ich will mal Angreifer geschaffen. Es ist mehr ein Erfolgserlebnis, wenn du es heißt, am Angreifer mal schaffst, als Verteidiger. Ja. Verteidiger ist nämlich 10-mal einfacher als Angreifer. Spawnen wir zusammen, oder? Nein. Nein. Bin ich froh. Ich merk's direkt daran, dass meiner nicht intelligent ist. Und einfach nur vorprischt. Das ist ein Kompliment gewesen. Daran erkenne ich die Randoms. Die rennen einfach nur durch, obwohl der einfach mit einer Splatling da steht, rennt der vor. Also ich verstehe es ja, man will das Ding in der Mitte verteidigen, aber trotzdem nicht vorrennen. Dumme Idee. Die Roten sind bei mir. Knallschopper und Ensep. Dagegen sollte ich eigentlich was machen können. Das Blau mitgeholfen hat. Den einen Blauen habe ich getötet, der andere hat mich mit einem Haihammer erwischt. Ja. Ich kann gerade nicht helfen, ich bin gerade am Respawn. Der mit dem Knallschopper lebt übrigens nicht mehr. Der ist für mich absolut kein Problem. Ich lasse jetzt keinen mehr ran. Ich gehe um eine Ecke herum, was finde ich vor? Eine Haftbombe. Kennst du das? Die rennen aber auch rein wie... Bananen. Entschuldigung. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die zensieren muss. Ja, ohne definitiv. Vor allen Dingen, wenn du bedenkst, was... Bananen. Jetzt muss ich mich selber auspiepen, danke. Möchtest du dir eine Zensur wünschen, was ich da einfüge?
Nein! Der war doch noch gar nicht dran. Wieso, wie ging das jetzt so schnell? Wenn du möchtest, kann ich ja extra nach dem Stream einmal alles Hintergrundzeug ausmachen und dann kannst du deinen eigenen Zensursound bei mir aufgenommen haben, wenn du willst. Den spiele ich dann immer ab, sobald ich dich zensieren muss. Dankeschön. Ich biete es dir an. Ja, du musst ja bis jetzt ja nur diese eine Sache. Blau ist komplett tot, also... Weißt du, du kannst mich detekten, ich treffe dich trotzdem. Nein, da kam noch einer von der Seite. Eigentlich war das sogar negativ gemeint gegenüber dem einen Volk, was ich gerade sagte. Ich muss es trotzdem zensieren. Aber willst du deinen eigenen Zensursound haben, den ich dann da abspiele? Nein. Kannst du doch meinetwegen sowas rufen wie Bananen oder sonst was, was dir einfällt. Sei froh, du musst nur eine Sache heute zensieren. Zwei, ich hab selber gedacht. Zwei, weil du guck, hast selber Schuld. Aber beim vorherigen muss ich überhaupt nichts zensieren. Ja, guck. Weil, wenn du mal was gesagt hast, dass ich zensieren müsste, haben wir die Runde eh verloren. Diesmal habe ich aber nicht drüber nachgedacht, ob das zensurfähig ist. Oh, wir sind mal Angreifer. Meine Schauerwelle beschützt sich davor. Du hast noch den Schild dabei, ne? Ich mach hier links. Ach, du willst hier... Ja gut, ich bin da auch links gespawnt. Dann mach ich schon mal hier unten. Ist die Brücke nicht gefärbt? Ich hab doch gesagt, mach dann hier unten. Hier wollt einer instant zu uns hoch, ne? Ja, das ist ein Loser. Ja, den hab ich auch instant umgebracht. Oh, komm, rein da! Ja, ich beschütze dich. Ich hab dich so gut es ging beschützt. Mehr Reichweite habe ich nicht. Das Ding hat ja auch wieder eine halbe Stunde nachgeladen, ey. Du weißt doch, das ist wie ein Ladebalken. Und er hat's gerade für uns aufgeladen. Oscar ist tot. Könnte froh sein, dass Orange nicht so stark ist. Nee, da in die Mitte gehe ich gerade nicht hin. Ja, Orange ist gerade wirklich sehr schlecht. Warte. Hab sogar einen umgenietet währenddessen. Der eine reibert rum. Wer? Der eine Orangene. Ja, einer von denen trollt. Ja, der ist definitiver. So eine Runde kann ich doch dann nicht zeigen. Nein! Ist ja nur einer. Und du hast ihn bis jetzt nicht vor Gesicht bekommen. Also doch, einmal! Das war das ist doch der gewesen, der... Das zeigst du. Ich sehe ihn! Doch, den Octoslops meinst du. Junge, willst du eine Runde ab? Die Runde lief wenigstens mal gut. Ich sehe schon, wen du meinst. Der springt vor meinen Augen auf und ab und meint zu teabaggen. Oh nein. Ach, lass sie doch. Ist, glaube ich, eigentlich sogar praktischer, als wenn wir das haben, weil das die mehr stört als in der Mitte. Wir gewinnen die Runde tatsächlich mal als Angreifer. Oh, wenn der da hinten... Du machst das, ich bin tot. Der spawnt zu mir.
Was war's, ein Sniper? Welchen Sniper? Welchen Sniper hast du gemeint? Den habe ich instant weggeklatscht. War doch eine schöne Runde. Ja, abgesehen von dem einen, der getrollt hat. Es war jetzt nur der eine, komm, also... Abgesehen von dem einen Troll, der ist halt auch bei uns am Anfang hochgekommen und einfach nur ein T-Bag die ganze Zeit hoch und runter gesprungen. So, der war das. Ja, ich sagte doch, du meintest diesen Octoslops, der war die ganze Zeit nur am Trollen. Habe ich aber ehrlich gesagt einen Blick drauf gegeben. Ich hab nicht auf den Namen geschaut, wen ich da umgebracht habe. Boah, der Tintenschock, der regt mich auch teilweise wirklich sehr auf. Wieso? Wenn du einmal bei ihm, weil du einmal bei dem Typen in der Mitte bist, dann bist du eigentlich schon drauf. Bist eigentlich schon tot. Du musst dann in die Richtung schwimmen, aus der er gekommen ist. Also ich hab's schon geschafft, ihm auszuweichen. Ja, ich auch, aber es ist nur trotzdem immer überraschend, wenn er den einsetzt. Selten überlebt man das. Auf ein neues Glück. Ich habe meinen Platz zum Färben gefunden, falls du mich siehst. Ingo, die Dachspitze. Ich habe von hier oben gut färben können. Ja, aber nur in einem begrenzten Raum. Wenn ich schon sehe, dass einer von uns direkt drauf geht, ne, dann weiß ich jetzt schon, was es für ein Team ist. Oh, wir haben wieder die gleichen Gegner. Das ist fair auf jeden Fall. Kann ich auch. Wir haben genau die gleichen Gegner bekommen. Das ist frech bis zum geht nicht mehr. Diesmal habe ich dich. Mann, so schlampig hier gemacht. Oh, ich habe ihn zumindest noch bekommen. Es sind halt wirklich die gleichen Gegner. Kannst du doch gar nicht wissen, oder siehst du die Namen? Da ist die Lilita, da ist der Doppelkleckser. Ja, aber können doch trotzdem andere Namen sein. Oh mein Gott, wie behindert, ey. Ich bin genau in die Kleckswurme gesprungen. Jetzt haben die Gegner wieder seinen Moment, ey. Oh, ich komme leider nicht an den Sniper an, weil der gerade wieder geschützt wird. Ja, dann, da war aber irgendwas im Weg, ich wollte zur Seite ausweichen. Ach, Kinder, wenn ich hier nicht alles färben würde. Ja, genau, ich habe ihn erwischt und wie kann er denn so schnell aufladen? Er hat gerade innerhalb von einer Sekunde aufgeladen, den Schuss. Was ist das denn? Die Elite braucht eigentlich lang zum Laden. Der hat gerade eine halbe Sekunde gebraucht, wo ich ihn angeschossen habe, hat er direkt geschossen. Dieser Pisser, ey. Wirklich. Die Elite ist auch keine von den Snipern, wo du einfach eben kurz einmal untertauchen kannst, nur um wieder aufzufüllen. Und deine Ladung behältst. Wir gewinnen übrigens, ne? Also bitte... Beherrschung. Sei ein bisschen Beherrschung. Ich habe zwei am Ende noch erwischt. Was ist das denn wieder für eine Runde, ey? Da haben wir, greifen wir sie einmal vernünftig an und kompletter Durchbruch, ey. Oh, ey, ich kann nicht meinen Fuß kratzen. Mich juckt seit Anfang des Matches am Fuß. Bist du derzeit nicht einmal gestorben, oder was? Doch, ich bin gestorben, aber ich hatte keine Zeit, mir den Fuß zu kratzen. Ich bin zweimal gestorben, wenn du genau wissen willst. Auf in Shinings Lobby. Die versaue ich jetzt. Kannst du nicht, schaffe ich schon ganz gut allein.
Wieso das denn? Ich weiß, dass ich Skill-Issue habe. Ach, ab und zu hast du auch deine Momente. Ja, wenn ich mit dem Fächer fähr, aber da vorne stehe und dich am Verteidigen bin. Ich wette, du erwartest jetzt eine Gegenrede von mir. Nee. Dass ich dich weiterdecke. Ich erwarte keine Aufmunterung. Ach doch. Ich unterstütze dich gern. Geld ist heute wohl noch nicht geflossen, aber kann sich ja jederzeit ändern. Oh, danke. Irgendwann. Seid ihr bereit? Teamarbeit. Nein, der cringe Typ, der greift wieder durch. Oh Junge! Oh, jetzt machen die wieder einen auf. Nein, das sag ich jetzt nicht. Dark, erinnerst du dich an das Meerschweinchen? Oh, hat einen dicken Shot von mir kassiert und da ist er wie ein Angst ausgeflüchtet. Ja. What the? Also gerade. Ich habe jemanden mit dem Tintenschock gerade gut überrascht. Ich bin von oben aus runtergesprungen und habe, während ich am Springen war, den Tintenschock genutzt. Dadurch bin ich wieder hochgesprungen. Ich bin ins Wasser geplumpst. Oh. Unnötig. Dass du ins Wasser gesprungen bist? Ja. Wolltest einfach nur mal den Tintenfisch waschen. Auf seine Hygiene wolltest du achten, aber irgendwie mögen die halt nicht so. Oh, schön. Was machen die eigentlich, wenn sie mal stinken vor lauter Schweiß und so weiter? Tinte macht doch den Schweiß nicht weg, oder sehe ich das falsch? Das ist ihre lebende Energie. Sie schießen damit, sie leben da drin, sie bauen ihre Häuser daraus aus Tinte. Oder sie färben ihr Zuhause in der Farbe, in der sie gern leben. Oh. Oh, jawohl, die Tenzuka-Kills sind da. Oh, ich hab 3 damit erwischt! Ich hab 3 gekillt! Ich hab 3 mit dem Tintenschock erwischt, ich bin zu denen hochgesprungen. Ich hab den letzten erwischt, aber passt. Ich bin zu denen hochgesprungen und hab ihn zu den Tintenschock gezogen. Ich glaube, ich hab ihn mehr als nur ein bisschen überrascht. Das hat 10-mal besser funktioniert, als es geplant war. Alter, wie viel Leben hat der bitte? Ja? Ja, ich hab dir schon zugehört. Du hast sie komplett aus dem Leben überrascht mit deinem wie heißt es nochmal? Schockwelle. Mit dem Tittenschock. Ach, Tittenschock. Ach, komm. Tittenschock, wenn man ganz genau sein will. Die bitte? Tittenschock, wenn man ganz genau sein will. So, rein auf Streber machst du jetzt. Ich hab irgendwann mittendrin meinen Emote mal geändert. Ferkel. Ah, ich muss alles raus. Nur weil sie keine Miete zahlen. Ja. Das, was hinten rauskommt, muss auch vorne raus. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, die Juni gestartet hat. Mal sehen, wie gut ich färbe. Hier unten will keiner färben. Ich bin auf der rechten Seite gerade. Dass ich jetzt die Rand hier unten färben muss, ist schon eine Qual genug.
Ja, genau dort hat gerade einen in den Tintenschock gemacht. Wo du hingeworfen hast. Deswegen habe ich da auch meinen Schuss hingeballert. Ja, der hatte dasselbe Problem, dass er nicht aus meiner Tinte rauskam. Kenne ich irgendwoher das Gefühl. Der steht direkt vor mir und ich treffe dich. Sepitox, los! Ja, unfair! Der war auch in meiner mit meiner Kugelbombe und er ist nicht verstorben, ist nicht gestorben. Das nennt man Betrug. Das meinte ich nämlich, wenn ich einen damit treffe. Obwohl der in der Phase ist, dann stirbt er nicht. Ich hab mal bei dir fein gefärbt, wo du gerade eben gemacht hast, ne? Also irgendwie finde ich die Waffe gar nicht mehr so schlecht. Dann sind wir die Waffe Flame. Wie konntest du flüchten, du Hund? Das ist ab sofort meine Lieblingswaffe, Kappa. Vorher hast du sie mal kaputt geflamed. Ja. Ich glaube, das hat sie angereizt, dafür mal gut für mich zu sein. Jawoll, Alter! Die haben ja gar keine Chance mehr, wenn ich die Waffe einsetze. Ja, die schießt ja auch unglaublich weit und schnell. Aber sie braucht halt nur lang zum Laden. Ach, mach ich halt schön färben. Ja. Ihr seid so easy, wenn ich die Waffe habe. Hallo, Akaya! Hey, was denn? Hey, wenn ich einen Hydranten habe, dann darf ich auch wohl großkotzig wirken. Akaya versteht das noch nicht mal, ne? Was? Ja, komm, also wenn es bei Akaya Routine ist, bei mir ist ja nie Routine. Als ich das mal nebenbei erwähnt, auch gesagt hatte zu dir, obwohl Akaya dabei ist, der hat es nicht bemerkt, also nicht gereiht, was ich damit gemeint hatte. Der hatte das nicht gescheckt. Als ich zu dir damals. Das war, glaube ich, ein Chicken Host, den ersten. Da habe ich zu dir auch einmal mittendrin so Hallo Akaya gesagt. Ich glaube, das weiß ich gar nicht mehr. Da hat Akaya gefragt, was meinst du denn damit? Ja, also ich glaube, die Waffe nutze ich jetzt für den Rest des Streams. Wollen wir dann auf Salmoniden jetzt wechseln? Ja, können wir gerne machen. Weil so wichtig ist mir jetzt auch nicht, wer von den drei Teams gewinnt. Aber so lange möchte ich nicht mehr. Ich, wie gesagt. Ich habe extra ein paar Runden vorher gemacht, damit wir den Boss auch ein bisschen früher haben. Keine Sorge. Aber hier sage ich auf jeden Fall jetzt erstmal den YouTube-Zuschauern ciao. Für euch war es das mit dem Splatfest. Euch sehe ich gleich nach dem Endergebnis wieder. Mir ist zwar relativ egal, wer gewinnt, aber anschauen können wir uns ja das trotzdem. Euch sehe ich gleich wieder. Ciao, bis dahin. Tschüss. Thank you.
Ja, Leute, ne? Da sind wir am Ende des Splatfestes. Ich habe ja schon gesagt, das Splatfest konnte mir nicht egaler sein, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir tatsächlich sogar so knapp noch gewonnen haben. Also, ich kann verstehen, warum Samstag auf jeden Fall die meisten Stimmen hat. Am Samstag beginnt das Wochenende rein technisch gesehen wirklich. Da haben die meisten dann auch frei, Erwachsene eher weniger. Viele müssen ja samstags noch ihre Arbeiten verrichten. Aber bei da beginnt bei den meisten halt wirklich das Wochenende. Deswegen kann ich das schon irgendwo nachvollziehen. Aber wie gesagt, ich habe das ja schon mitten im Stream gesagt, direkt am Anfang. Das war so ziemlich das unnötigste Splatfest, das es je gegeben hat. Also die hätten sich echt ein besseres Thema einfallen lassen können. Aber ich bin natürlich trotzdem froh über den Sieg. Sagt natürlich an der Stelle dann GG an alle Teams. Hoffe, hattet alle Spaß beim Mitspielen, Zusehen etc. Je nachdem, was für euch der Fall ist. Ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Splatfest wieder. Oder eventuell beim Ruf der Ordnung, der jetzt mittlerweile ja, wo ich das hier online stelle, schon verfügbar sein sollte und ich definitiv ein paar Mal streamen werde, das dann aber auf beiden Seiten gleichzeitig. Ich habe es, glaube ich, schon während des Streams erwähnt, ich mache ja mittlerweile, dass ich neuere Projekte auf beiden Seiten gleichzeitig streame, Twitch und YouTube, aber in den Splatfesten mache ich eine Ausnahme, die streame ich trotzdem erst auf Twitch und danach lade ich sie geschnitten bei euch auf YouTube hoch, weil viele da unten sind echt so, dass ich sie rausschneiden muss, entweder weil mein Kollege da ausrastet oder weil eventuell Schimpfwörter fallen oder weil die Runden einfach langweilig sind, beispielsweise, dass irgendwer einfach geleftet ist und wir deswegen nochmal 10 Minuten länger auf eine Runde warten müssen. Deswegen ist es da angenehmer, wenn ihr einfach eine geschnittene Version habt. Vor allem habt ihr dann nur ein Video und nicht zwei. Dass ihr da mal Bescheid wisst. Auf jeden Fall. An der Stelle sage ich einfach, man sieht sich beim nächsten Stream, Video etc. zu Splatoon oder sonst was. Wenn es euch gefallen hat, ein Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute!